Ich würde jetzt so ein bisschen anders machen. Wir haben angefangen mit dem Podium. Jetzt würde ich anfangen mit euch, das Publikum. Wir sind jetzt, warum wir wieder zusammengekommen sind, es ist das Ergebnis von der Workshop, von der Tagung, zu bekommen. Und deswegen wollte ich euren Eindruck zuerst so, was habt ihr mitbekommen, was war der Moment, die euch in Erinnerung geblieben ist, einfach eure Stimmung. Also, und dann werde ich so hier bei den Diskutenten fragen, wie auch sie empfunden haben, Diskussion mit euch und so weiter und so fort. Einfach so zu sagen, was wieder die Thematik wieder vor. Wir wollten davor sehr viel sprechen, aber die Zeit war kurz. Jetzt könnt ihr weiter diskutieren, neue Themen aufwerfen. Wir machen das so ungefähr eine halbe Stunde lang, dann wird 40 Stunden. Aber ja, bitte, gern, also nicht alle auf einmal. Bitte, Fatima. Also ich war im Workshop 3 und was ich heute Morgen so ein bisschen vermisst habe, ist, dass wir so ein bisschen Lösungen finden und so, fand ich, und ich finde, wir haben wirklich Lösungen so erarbeitet. Ne? Also wirklich auch konkret, irgendwie haben wir Sachen rausgefunden, das fand ich echt toll. Also ich bin. Dankeschön. Ja, am Anfang war nur dieser Impuls und dann die Diskussion sollte dann auch in den Workshop gehen. Dann freue ich mich, dass du das, was vielleicht am Anfang nicht war, die Erwartung dann am Ende doch da erfüllt wurde. Bitte? Du hast, ja. Bitte, Mathilde. Also, ich bin sehr dankbar um diese Möglichkeit, um diese Workshops auch, aber um die ganze Veranstaltung. Und ich bin auch so froh, dass so viele kommen sind, weil das ist so ein wichtiges Thema. Mhm. Es wird ja kaum richtig in den Medien dargestellt. Und, also was Michael uns beigebracht hat heute, das ist also sowas von fantastisch und gleichzeitig ernüchternd. Weil das bringt alles durcheinander, was ich bis jetzt gedacht habe, und macht es noch schlimmer. Das heißt, man muss wirklich viel tun, um diese Missstände zu ändern. Aber da sind so viele große Mächte am Tun, am Werken. Und das, was man vergisst, ist das, was natürlich auch in den ehemaligen Kolonien, das heißt in der Karibik, in den Südseeländern und so weiter passiert. Das wurde nicht erwähnt. Mhm. Aber das musste man sich auch nochmal unter die Lupe anschauen. Vielen Super. Dank an alle Teilnehmer erst einmal und alle Redner, Referenten. Das war fantastisch. Danke sehr. Ich bin echt neugierig, so was bei Michael alles gesagt wurde. Ich habe das Glück, dass ich die ganze Filmaufnahmen auswerten muss. Da will ich alles auswerten. Es ist viel Arbeit, aber bestimmt so sehr viel Wissen bringend. Leider werde ich nicht das ganze 2,5 Stunden oder 3 Stunden hochladen. Ich werde kurz, weil keiner schaut, 3 Stunden lang oder 2,5 Stunden lang ein Video. Ich werde abgekürzt bei YouTube hochladen, also die Quintessenz. Aber du wirst bestimmt auch, wenn wir wieder zu uns kommst, also sagen auch, was du da so gesprochen hast, dass du, dass die anderen so begeistert sind. Ich bin begeistert von dir. Danke. Michael. Ich liebe dich, danke für alles. Josef, da hinten. Ja. Ich war auch bei Michael, also es hat wirklich toll gemacht, es war sehr konstruktiv, produktiv. Ich habe viel mitgenommen, ich rede mich, dass ich jetzt an meine Zeit hier investiert habe. Es war wirklich sehr produktiv. Wirklich, also was du uns jetzt dann beigebracht hast, es war toll. Und vor allem, er hat über Krieg geredet ohne Waffen. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ich hoffe, also, dass wir keine Waffen mitgebracht haben. Ja, also keine Meldung,
sonst würde ich ja dann unsere, oder doch? Madupe, bitte. Ich muss jetzt mal für den Abdul Rahim eine Lanze brechen. Weil der Input war ganz toll zum ganz Thema Dekolonisieren und auch wieder neue Erkenntnisse gewonnen, wo ich sehr tief in dem Thema drin stecke. Also ich hatte heute Morgen Schwierigkeiten aufzustehen und zu kommen. Ich bin echt dankbar, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass du doch aufgestanden bist und da gekommen. Sonst wäre eine Person weniger. Ich hatte auch so am Anfang gedacht, so, boah, so wenig Leute hier, weil gedacht war, so 50 Menschen, so 50 Personen für Pro-Workshop und dann wir Koordinatoren und so weiter. Aber ich finde sehr schön, so eine kleine Gruppe was zu bearbeiten, weil es kommt mehr Input, alle kann die Worten kommen und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden jetzt am Ende. Am Anfang dachte ich mir, boah, so schade, so weniger Leute, aber nächstes Mal bei dem Antrag sage ich dann nur 8 Leute pro Workshop, dann genau. Dann kommen wir ja. Aber dann ist es Pech gehabt, wenn man sich davon nicht angemeldet hat. Noch Meldung? Bitte, Allah. Zurück zu Mikael. Genau, also ich war sehr zufrieden. Freut mich sehr, dass ich so nette Leute kennengelernt habe und ich kenne auch viele andere. Okay, es ist nicht mein Fach, aber ich habe viele Informationen gesammelt. Viele Infos über Afrika durch Mikael haben wir erfahren und internationale Themen und sowas. Es war sehr interessant. Und vor allem, ich freue mich, dass ich bei euch da eingeladen bin. Danke. Ich freue mich, dass alle da seid, noch da. Keine Meldung? Vielleicht später, ja? Okay. Wer von euch möchte anfangen? Also, vielleicht sind es die Nicht-Referenten, vielleicht Tamina und Pia. Also, aus der Eindruck, welcher Workshop warst du und was hast du mitgenommen? Und, sehr schön. Ja, also ich kann mich nur Modupe anschließen. Ich fand es schön und es hat mich bestärkt in meiner Spiritualität, also diesen Ansatz, was du auch immer wieder, finde ich, sichtbar gemacht hast. Das hat mich sehr bestärkt. Und ja, ich fand auch unsere Gruppe war divers. Könnt ihr mal ganz kurz die Arme heben, die dabei waren? Ja. Die Leute, die im Workshop waren, können da ganz kurz mal. Genau. Sehr schön. Ja ich glaube, das im Großen und Ganzen war es für mich auch, also gewisse Themen, damit beschäftige ich mich. Aber es ist immer wieder schön, in solchen Workshops über gewisse Dinge, Aspekte von Themen nochmal anders zu anders zu reflektieren. Das fand ich irgendwie für mich auch in meinem Prozess fand ich sehr schön. Deswegen vielen, vielen Dank, Abdul. Danke. Das freut mich. Pia, wir waren dieselbe Workshop von Corinna. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich da sehr viel mitgenommen habe. Ich habe ja in unserem Podium schon gesagt, in mir klagen mehrere Identitäten und ich fand das sehr bereichernd, dass du uns auch nochmal so einen Abriss gemacht hast und gezeigt hast, mit was du dich schon sehr, sehr lang intensiv beschäftigst und einfach auch den Blick darauf geworfen hast, wie wir patriarchale Strukturen aufbrechen können, was es da für Ansätze auch gibt, was es viel gibt, was in den Diskursen im Mainstream noch nicht ist und was da rein sollte. Und ich muss auch sagen, wir hatten einen kleinen, freien Kreis von Männern und Frauen, auch Männern. ich fand es auch sehr schön, dass es divers ist von den Hintergründen. Und ich fand es auch schön, wie du gesagt hast, vorhin, dass
wir zum Schluss auch dazu gekommen sind, zu schauen, wie diese internationalen Diskurse und allgemein diese Diskurse auch in der praktischen Anwendung zum Tragen kommen können. Weil am Ende des Tages ist es für mich, für meine Arbeit und auch für die zukünftige Gestaltung der Gesellschaft wichtig, was das konkret, wo wir konkret ansetzen können und müssen, um wirklich nachhaltig Veränderungen auch in die Strukturen zu bringen und uns nicht sozusagen immer nur auszutauschen, sondern dann auch zu schauen, wo es Früchte tragen kann. Und dafür, ich bin dir sehr dankbar für diesen Workshop und freue mich, dass ich teilnehmen konnte. Dankeschön. Ganz kurz. Ja. Ich wollte auch an dich, Pia, meine Wertschätzung äußern. Warum? Pia, du arbeitest in einer institutionellen Rolle. Und das ist für Menschen aus unserer Perspektive eine sehr schwere Rolle, weil mehrere Perspektiven gleichzeitig aufeinanderprallen. Du hast Verpflichtungen, du musst deiner professionellen Rolle gerecht werden. Gleichzeitig kommst du aber auch aus einer anderen kritischen Perspektive und du musst immer aufpassen. Du musst immer darauf achten, was sage ich nicht, was ich vertrete, wen hier, welchen Hut habe ich auf, was für Konsequenzen hat das? Du hast Kolleginnen, Kollegen, die dich beobachten, du bist mit der, ich kenne das alles. Und ich finde, das ist ein Applaus wert, dass du hier bist. Wir brauchen viel, viel mehr Menschen wie dich in diesen Strukturen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Halt genau ein bisschen geschaut, welche Lösungsansätze es gäbe, in welcher Rolle spricht sie privat oder aus der und sagt, ich muss auf die Toilette. Genau, eben halt, weil diese Rolle. Ja. Aber schön, danke. Ja, nicht alles, was ich sage, ist auch in meine Rolle als Geschäftsführer von morgen. Das ist meine private Einstellung. Es ist schwierig, das zu trennen. Und wenn jemand sagt, der Paolo von morgen hat das gesagt, dann sage ich, ich habe meine private Meinung gesagt. Also das kann man nicht so ganz trennen. Zum Glück bin ich kein Politiker. Keine Parteizugehörigkeit. Bitte, Bier. Ja, vielen Dank für die Blumen. Das ist sehr, sehr nett. Ich freue mich auch sehr, überhaupt die Möglichkeit zu haben, teilzunehmen und dann auch an so einem Podium teilzunehmen. Das sehe ich auch. Ich bin genauso dankbar über diese Möglichkeit. Und ich glaube, dass es genau der Punkt ist, dass wir nur dann authentisch sind, wenn wir auch dazu stehen, dass wir diese unterschiedlichen Identitäten sind. Wir sind nie nur das, was wir arbeiten. Wir sind nie nur die privaten Personen, sondern wie das so ist in der Realität, wir sind das alles und wir machen dann unsere Jobs so und sagen dann manchmal Dinge so, wie wir sie sagen. Aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass wir uns vielleicht auch im Hinblick auf die Spiritualität überlegen müssten, wie wir unsere Rollen da definieren. Und vielleicht ich meine, es ist nun mal so in Deutschland und auch unsere Arbeit in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit ist sehr von technischen Blick geprägt. Aber wenn wir auch darüber reden, was sind auch Lernansätze für uns in unseren Kooperationen und wie können wir davon profitieren, dass wir zusammenarbeiten mit Migranten-Selbstorganisationen, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, dann ist es vielleicht genau das, diese Lösung von dem rein technischen Blick und uns stärker damit auseinandersetzen, wo sind Bedarfe auch bei solchen Strukturen wie einer Stadt, wo man eben auf solche Spiritualitäten eingehen könnte, ne? Oder wo wir davon einfach auch einen Lerneffekt erzielen könnten. Ja, das ist noch ein ganz weiter Weg. Vielleicht machen wir einen Workshop für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Stadt München, oder? So, jetzt so von Referenten. Der Eindruck, also was habt ihr vielleicht gelernt mit, von den Leuten, die dabei waren? Ja. Bitte, der Widerstand ist weiblich, gell? Ja. Dann bitte.
Und dieses Jahr oder für nächstes Jahr heißt eben Adelante Mujeres, die Zukunft ist weiblich, inklusive die Männer, weil die Männer haben auch weibliche Seiten. Ja, ja gut. Ja, bitte. Also ich habe sehr viel mitzunehmen, also die ganzen Menschen, also das ist eine sehr, sehr große Bereicherung für mich, sehr tolle Menschen kennengelernt zu haben und ich hoffe zu vertiefen und natürlich andere Gesichter, die ich schon kenne und wo ich weiß, sie, keine Ahnung, wie lange sie engagiert sind. Und wie Mathilde gesagt hat, also ich bin hier länger als manche, die hier so jung sind in Deutschland. Und ja, und bei mir speziell da mit meinem Thema, war es auch natürlich teilweise sehr global auch, sehr engagierte Frauen und zwei Männer, inklusive dich, mit den Beiträgen, mit den eigenen persönlichen Erfahrungen, das ist eben halt, wo ich sehr, sehr viel lerne, auch für mich. Und weiterentwickeln und wo ich integriere auch. Und das Privileg gehabt zu haben, dich von der Stadt München, auch wenn du sagtest, du musst auf die Toilette, bevor du die Frage antwortest, aber aus den Ausführungen konnte ich mit wahrnehmen, wie schön, dass es so eine Frau da ist, die sich Gedanken darüber macht, die versucht zu lernen, die eventuell für die nächste Arbeit, die nächsten Monate oder Jahre, wie auch immer, eine andere Perspektive mitbekommt oder vertieft hat. Vielleicht die Grundlagen waren schon da, aber und auch für uns. Ich finde, das ist euch sehr gut gelungen. Mhm. Vielen Dank für die Arbeit. Und auch dann eventuell der Kontakt mit solchen Fachleuten oder mit anderen Personen. Weil bei uns waren sehr viele Frauen, die in diversen Projekten arbeiten, auch also wirklich sehr, sehr für mich bereichend. Und ich bin dankbar dafür und ich hoffe, dass wir es nur der Anfang. Danke. Hoffe ich auch. Jetzt bin ich gespannt auf die Gespräche über Krieg ohne Waffen. Bitte, Michael. Okay, vielen Dank. Also, es war richtig Krieg und ich wollte erst mich richtig bedanken. Also, ich habe angefangen seit fast 2 Jahren diese Workshops zu entwickeln. Und ich habe immer Angst, dass es so viele Emotionen im Raum kommen wird. Deswegen habe ich niemals umgesetzt. Ich habe vor 2 Wochen probiert, aber nicht in diesem Form. Und deswegen am Anfang habe ich auch um Entschuldigung gebeten, bevor ich dann damit anfange. Und ich kann sagen, in meiner Gruppe, das war also Power, Powerful, Frauen und Männer, also Frauen vorerst, also Mama, Powerful Mama und dann Powerful Männer. Und sie waren sehr, also verständlich, sie haben mitdiskutiert, mitgearbeitet, auch weniger, so, auch wenn es nicht immer so Streit, aber es, wir haben diskutiert. Und diese Offenheit ist, war auch was für mich sehr interessant, weil es geht nicht einfach, dass man sich durchsetzt, sondern auch, dass man andere auch hört. Und Gruppenarbeit, dass sie auch diskutieren und jeder sagt seine Meinung. Ich habe am Anfang gesagt, also wenn ihr so die Konflikte analysiert, dann, ich denke, es wird keine Konflikte mit euch geben. Am Ende habe ich dann versprochen, wahrscheinlich für die nächste Friedensmissionen, das wäre besser, mit denen zu arbeiten. Weil dann konnte man dann verstehen, dass man kann sehr gut Konflikte auf andere Ebene führen, als was wir dann immer hören. Also für mich und für die ganze Arbeit, die wir heute gemacht haben, geleistet haben, das ist wichtig, Dialoge miteinander. Das ist Dialoge mit Menschen, die man nicht unbedingt kennt. Es geht nicht, dass wir aus gleichen Fachbereichen, aus gleichen Orientierungen, aus gleichen sitzen in einem Raum und dann diskutieren und sagen, dass wir es Pluralität gibt. Nein, auch die andere Diverse brauchen wir auch. Und wahrscheinlich deswegen habe ich gesagt,
wahrscheinlich unsere Arbeit als Multiplikatoren und als Leiter von Vereinen, das ist weiter einfach mit Menschen, die ganz andere sind, auch zu arbeiten und über diese Themen zu diskutieren. Das ist empfindlich, aber man darf darüber reden. Und dann am Ende, meine These kommt nochmal zurück, wenn man sich auf Honig freut, bitte Bienenstiche, ja, das ist einfach mitzunehmen. Ja, ja. Und das ist auch unsere Arbeit. Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. So, der Musiker. Oh, jetzt bin ich Musiker. Ja, ich hoffe, dass das letzte Wort, außer ihr wollt was noch was sagen. Du hast das letzte Wort, außer ihr wollt noch was sagen. Und dann kannst du, wolltest du nochmal ein letztes Lied? Ja. Also, erst einmal dein letztes Wort und dann vielleicht so zum Abschluss nochmal Musik. Mit eurer Unterstützung? Ja. Gerne. Was ganz schön ist aus dem südlichen Afrika, wirklich. Mhm. Auch was spirituell ist. Aber erstmal zum Workshop. Erstmal muss ich sagen, ich bin sehr, sehr stolz. Also stolz ist ein sehr schwieriger Begriff. Ja. Der ist sehr schnell, kann sehr schnell in falsche Kanäle geraten. Aber ich bin stolz, hier in dieser Runde sitzen zu dürfen, bei solchen Referentinnen und Fachleuten. Genau, und ich muss sagen, meine Workshop-Gruppe bestand aus Frauen. Die haben mich akzeptiert und angenommen als Workshop-Leitenden. Das ist erstmal ein ganz schönes Gefühl gewesen, mit euch diesen Workshop zu machen, machen zu dürfen. Dann haben wir am Anfang uns ausgetauscht, kennengelernt in einem thematischen Speed-Dating. Und das war wirklich so intensiv, dass ich, weil es kannten sich nicht alle, ne? Und wir sind uns nahe gekommen. Und wir können nicht über Spiritualität, Menschenrechte und Dekolonisierung sprechen, wenn wir das nur hier tun oder nicht connected sind. Weil es ging eigentlich um Verbindung aufbauen. Und das ist uns gelungen. Jeder hat mitgemacht so. Und das war für mich auch sehr lehrreich, dass das in diesen unterschiedlichen Kontexten, aus denen wir kommen, funktioniert hat. Wir waren wirklich sehr divers. Wir haben das auch thematisiert, dass wir unterschiedliche Rollen, Perspektiven auf dieses Thema haben. Und wir haben drei Schwerpunkte uns damit auseinandergesetzt. Das war, was sind überhaupt Menschenrechte? Und wir haben es umgetauft in Menschen- und Lebensrechte, weil aus eurozentristischer Perspektive sprechen wir immer nur von Menschenrechten. Aber es geht um die Verbindung von Menschen und der Rolle von Menschen mit der gesamten Umwelt. Und wir sind nicht allein. Es gibt die Pflanzen, es gibt die Tiere und nicht nur das. Es gibt die Steine, die auch in anderen Kulturen als lebendig erachtet werden. So, und wieso nur Menschenrechte? Und dann haben wir das halt Lebensrechte genannt. Und der zweite wichtige Aspekt war Dekolonisierung. Und das dritte war Spiritualität. Also auf einmal haben wir wirklich das Thema nur Menschenrechte, war nicht so riesig groß. Aber wir haben viel Raum gegeben für Austausch, für Diskussionen. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und vor allen Dingen haben wir uns connected. Wirklich connected. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Und ich muss auch dir wirklich mich bedanken, dass du hast uns zusammengebracht hier. Und das ist wirklich eine ganz gute Veranstaltung. Vor allen Dingen Klasse statt Masse. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir nur so wenig sind. Eritrea hat, glaube ich, ich weiß nicht, mit 10 Leuten haben die angefangen, am Ende waren sie 100. Ja, also, wer weiß, wo wir landen. Da brauchen wir eine Kongresshalle. Vor allen Dingen, wenn wir einen beziehen, wenn wir Honig wollen, stechen uns die Bienen. Ja. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Danke, Berendi, ich dann die letzten Worte hier sagen, dann kannst du langsam dich vorbereiten. Also ich bedanke mich auch an euch alle, also ihr, die eure Zeit also heute sich genommen haben, so die Referenten, die Experten aus Staats-, Migrantenorganisationen
Und ihr auch, die dabei waren, also ihr habt ausgehalten bis jetzt, also heute war so sonnig draußen und trotzdem waren wir hier in die Kälte. Das ist sehr schön, danke sehr. Und dann hören wir ein letztes Lied oder vielleicht andere Lieder und wir werden, sollten auch mitmachen. Bin ich gespannt. Genau. Ja. Hören gleichzeitig. Die Geschichte dahinter ist, dass die, in dieser Community die Männer die Rolle übernehmen, die bringen die Ernte nach Hause. Die Frauen verwalten die Ernte. Die Frauen treffen Entscheidungen. Okay, ist eine matriarchale Gesellschaft. Und trotzdem achten die Frauen die Männer. Und bis heute hat diese Community dieses Wort Masimba Helet für annehmen, für nach Hause kommen. Und die tiefen Männerstimmen fangen an und singen
Mazimba Hilly. Als nächstes kommen die mittleren, die Stimmen, und dann zum Schluss die ganz hohen. Ich brauche einen Takt dafür, den zeige ich euch, aber ich will erstmal tiefe Stimmen haben. Und zwar. Mazimba Hilly, 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 noch mehr? Mazimba Hilly, Mazimba Hilly, Mazimba Hilly, Mazimba Hilly, Mazimba Hilly, Mazimba Hilly. Okay, das waren die tiefen Stimmen. Mittlere Stimmen. Mazimba Hilly, 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 Mazimba Hilly. Wie viele Stimmen hast du? Super, der Kerl! Ja, gleichzeitig zwei Stimmen! Wow! Mazimba Hilly, 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 Mazimba Hilly. Super! Hohe Stimme, okay? Jeder hat nur eine Stimme. Na. Wir fangen jetzt an und jede Stimmlage kommt dazu. Wir fangen mit der Tiefen an. Okay. Mazimba Hilly, 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 Mazimba Hilly. Okay, habt ihr eure Stimmen? Ja. Ja. Jetzt kommt die Generalprobe. Okay. Was Michael macht, ist total richtig. Den Beat. Der Beat verbindet uns mit dem, mit der Welt. Okay? Mazimba Hilly, 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 Mazimba Hilly.
Vielen Dank und schönen Abend noch, Leute.